In dieser Präsentation stelle ich Ihnen das aktuelle BINTEC-LMEC-Router-Produktportfolio vor. Wir werden uns alle aktuellen Router der RS- und RXL-Serie sowie die BIP-Serie anschauen. Ebenso werfen wir einen Blick auf vorhandene Software und den BINTEC 4G-Enabler. Zusätzlich schauen wir uns bestehende Funktionen und mögliche Szenarien im Zusammenspiel mit den Routern an. Die RS-Serie wird in einem Desktop-Gehäuse aus Metall ausgeliefert und kann mit den mitgelieferten Einbauwinkeln in einen 19-Zoll-Schrank eingebaut werden. Das Netzteil ist fest im Gehäuse verbaut. Die Modelle RS-123, RS-123W und RS-123W 4G besitzen einen 4-Port-Gigabit-Ethernet-Switch. Alle Gigabit-Ports lassen sich separieren und als eigenständige Routing-Ports mit separatem Subnetz umkonfigurieren. Zusätzlich besitzen die Modelle einen fünften sogenannten Combo-Port. Den Combo-Port können Sie entweder als Gigabit-Ethernet-Port nutzen oder Sie verwenden den SFP-Slot für eine direkte Anbindung mit einem Glasfaserkabel zum Router. Um Glasfaseranbindung nutzen zu können, benötigen Sie allerdings noch ein passendes Mini-JBIC-Modul, welches in den dafür vorgesehenen SFP-Slot eingesetzt wird. Alle Router besitzen zusätzlich einen USB-Port, den Sie für eine UMTS- oder LTE-Verbindung ins Internet nutzen können. Sie benötigen dafür einen kompatiblen UMTS-LTE-USB-Stick, den Sie an den Router anstecken. Der Stick wird automatisch erkannt und in der GUI für die Konfiguration des Internetzugangs angezeigt. Eine Kompatibilitätsliste der unterstützten Sticks finden Sie auf der Webseite von BINTEC LMEC. Ab Werk bieten alle Router die Konfiguration von VPN mit IPsec an. 5 aktive Tunnel sind bei der S-Serie freigeschaltet und können zur gleichen Zeit aufgebaut werden. Optional können Sie mit einer Zusatzlizenz die maximale Anzahl von aktiven Tunneln auf 30 erhöhen. Die maximale Anzahl von Tunneln, die Sie anlegen können, ist nicht künstlich begrenzt. Die S-Serie bietet schon ab Werk eine hardwareseitige Unterstützung der Verschlüsselung an. Voraussetzung dafür ist allerdings der Einsatz der Algorithmen TripleDES oder AES. Die Router können so eine Bandbreite von bis zu 64 Megabit pro Sekunde erreichen. Während der RS-123-Router ein reiner Gigabit-Ethernet-Router ohne Modem und ohne WLAN ist, besitzt der RS-123W ein Radiomodul. Unterstützt werden die Wireless LAN-Standards 802.11a, B, G und N. Mit den Frequenzen 2,4 und 5 GHz. Der gleichzeitige Betrieb von beiden Frequenzen ist nicht möglich. Sie können sowohl offene als auch mit WEP, WPA und WPA2 verschlüsselte WLAN-Netzwerke konfigurieren. Die Authentifizierung kann entweder als Personal Mode mit einem Pre-Shared Key oder im Enterprise Mode mit Hilfe eines Radioservers unter Verwendung von Benutzernamen, Kennwörtern oder Zertifikaten erfolgen. Die WLAN-Controller-Funktion in der RS-Serie ermöglicht die zentrale Konfiguration und Verwaltung von Access Points. Access Points im LAN oder durch einen VPN-Tunnel in einer Außenstelle können genauso gemanagt werden wie ein eigenes WLAN-Radiomodul im Router. Die maximale Anzahl von managbaren Geräten lässt sich durch eine Lizenz auf bis zu 48 Geräte freischalten. Das dritte Modell, der RS-123W4G, besitzt zusätzlich zu dem WLAN-Radiomodul ein eingebautes LTE-Modem. Durch den Einbau einer SIM-Karte, die unter dem Gerät in einen Slot eingesetzt wird, können Sie eine Internetverbindung über UMTS oder LTE aufbauen. Durch die Verwendung eines zusätzlichen LTE-USB-Sticks wäre die Konfiguration einer Backup-Verbindung oder einer Lastverteilung rein über UMTS bzw. LTE konfigurierbar. Alle Router der RS-Serie sind vom Funktionsumfang gleich und bei der Hardwareausstattung ähnlich. Die RS-353-Router-Modelle besitzen zusätzlich ein ADSL2+ bzw. VDSL-Modem. Das Modem ist bei allen RS-353J-Modellen das gleiche. Das ADSL2+-Modem ist für Annex B und Annex J, also reine IP-Anschlüsse, geeignet. Das VDSL-Modem unterstützt den VDSL2-Standard und ist Vectoring-fähig. Der RS-353J und der RS-353JW-Router besitzen ab Werk nur die Möglichkeit, an einem ADSL2-Plus-Anschluss betrieben zu werden. Die VDSL-Funktion ist im Werkszustand nicht nutzbar.
Interessant sind die Geräte für Kunden, die in absehbarer Zeit noch keinen VDSL-Anschluss von ihrem Provider erhalten. Dennoch kann man mit einer optionalen VDSL-Lizenz die VDSL-Funktion zu einem späteren Zeitpunkt freischalten. Sobald man die Lizenz in den Router eingespielt hat, steht einem die VDSL-Funktion zur Verfügung. Wer hingegen von Beginn an weiß, dass VDSL beim Kunden zur Verfügung steht und genutzt werden soll, kann die Router RS-353JV und RS-353JWV einsetzen. Bei diesen beiden Routermodellen ist die VDSL-Lizenz ab Werk freigeschaltet. Alle RS-353J-Routermodelle besitzen zusätzlich einen ISDN-Port, der in der Vergangenheit häufig zur Fernwartung oder für eine Backup-Verbindung zum Einsatz kam. Der ISDN-Port befindet sich im TE-Modus und kann ausschließlich an einem ISDN-Amtsanschluss genutzt werden. Die Router RS-353JV4G und RS-353JWV4G besitzen ebenfalls ein ADSL 2+ bzw. VDSL 2-Modem mit Vectoring-Fähigkeit. Im Werkszustand ist die VDSL-Funktion bereits freigeschaltet. Zusätzlich haben beide Geräte ein LTE-Modem implementiert, um eine UMTS- bzw. LTE-Verbindung ins Internet aufzubauen. Der RS-353JWV4G ermöglicht mit dem eingebauten WLAN-Radiomodul zusätzlich die Konfiguration von Wireless-LAN-Verbindungen mit einer Bruttogeschwindigkeit von bis zu 300 Megabit pro Sekunde. Die DRS-Serie hat eine insgesamte Routing-Leistung von bis zu 863 Megabit. Die RS-353A-Modelle besitzen ebenfalls ein ADSL 2+ bzw. ein VDSL 2-Modem mit Vectoring-Fähigkeit. Alle drei Router besitzen wieder das gleiche Modem. Das Modem unterstützt allerdings nicht Annex B oder Annex J, sondern ausschließlich Annex A. Deshalb ist es für den deutschen Markt nicht geeignet, sondern ausschließlich fürs europäische Ausland gedacht. Die Router können zum Beispiel in Frankreich, Italien oder Österreich eingesetzt werden, wenn der Provider Annex A erfordert. Ab Werk ist bei den Routern RS-353A und RS-353AW nur ADSL 2+ verwendbar. Sie können aber durch eine VDSL-Lizenz die VDSL-Funktion nachträglich freischalten. Nur das Modell RS-353AWV4G, welches ein WLAN und ein LTE-Modul beinhaltet, hat ab Werk die VDSL-Funktion freigeschaltet. In dieser Präsentation stelle ich Ihnen von der BIP-Serie drei Modelle vor. Die BIP, die BIP Plus und die BIP 4ISDN. Die BIP, die wir auf dieser Seite sehen, hat, wie auch die RS-Serie, 4 plus 1 Gigabit Ethernet-Port. Auch hier lassen sich alle Schnittstellen separieren. Zusätzlich besitzt die BIP zwei interne ISDN-Schnittstellen, an denen man eine ISDN-Telefonanlage anschließen kann. Durch die Konfiguration des Media Gateways lässt sich die ISDN-Telefonanlage an einen modernen All-IP-Anschluss weiter betreiben. Die beiden ISDN-Schnittstellen sind ab Werk interne Schnittstellen und lassen sich mit einem Adapter in den TE-Modus schalten, um die BIP am ISDN-Amtsanschluss zu betreiben. Die Media Gateway-Funktion ist für die Wandlung der Sprach- und Faxkommunikation zwischen ISDN und IP zuständig. Damit der Routerprozessor entlastet wird, ist ein 5-Kanal-Hardware-DSP-Modul eingebaut, der die Codierung übernimmt. Die BIP besitzt einen USB-Port für den Anschluss eines LTE-Sticks sowie ein eingebautes Radiomodul für die Konfiguration eines Access-Points. Sie bietet die Möglichkeit, 5 IPsec-Tunnel ab Werk zur gleichen Zeit aufzubauen. Allerdings können Sie nicht mit einer IPsec-Lizenz die Anzahl der aktiven Tunnel erhöhen. Mit Hilfe der WLAN-Controller-Funktion haben Sie die Möglichkeit, das eingebaute WLAN-Modul zu konfigurieren. Die BIP ermöglicht das WLAN-Management von bis zu 4 Geräten inklusive sich selber. Die maximale Anzahl von managebaren Geräten lässt sich nicht durch eine Lizenz erweitern. Ein Modem mit ADSL 2+ und VDSL 2-Funktionalität ist im Router eingebaut. Das VDSL 2-Modem mit Vectoring-Funktion ist ab Werk freigeschaltet. Achten Sie bitte darauf, dass die BIP sowohl den Shell-Zugriff unterbindet,
als auch den Zugriff über den SNMP-Browser nicht zulässt. Zudem lässt sich die Konfiguration nur verschlüsselt exportieren und somit nicht bearbeiten. Die BIP Plus hat einen ähnlichen Funktionsumfang wie die BIP, unterscheidet sich aber dennoch ein wenig in der Hardware und bei den Funktionen und Lizenzen. Die beiden ISDN-Schnittstellen bei der BIP Plus können bei Bedarf in den TE-Modus umgeschaltet werden. Damit ist ein Betrieb an einem ISDN-Amtsanschluss möglich. Voraussetzung für das Umschalten der ISDN-Schnittstellen ist wie auch bei der BIP der Einsatz des BINTEC AMIC ISDN TE Adapters pro umgeschalteter Schnittstelle. Zusätzlich zu den ISDN-Schnittstellen besitzt die BIP Plus 4 FXS-Ports zum Anschluss von analogen Geräten wie Telefone oder Faxgeräte. Alternativ zum Media Gateway-Modus, den die BIP auch beinhaltet, können Sie bei der BIP Plus in den Telefonanlagenmodus wechseln. Der Telefonanlagenmodus stellt Ihnen umfangreiche PBX-Funktionen wie Kalender, Telefonbuch oder eine Voicemailbox zur Verfügung. Die Verwendung beider Modis zur gleichen Zeit ist hingegen nicht möglich. Eine weitere Besonderheit ist, dass sich die WLAN-Controller-Funktion durch eine Lizenz von 4 auf 6 managebare Geräte erweitern lässt. Mit derselben Lizenz wird ebenfalls die Anzahl der gleichzeitig aktiven IPsec-Tunnel von 5 auf 10 erhöht. Im Gegensatz zur BIP lässt die BIP Plus den Shell-Zugriff und den SNMP-Browser-Zugriff zu. Die Konfigurationen lassen sich unverschlüsselt exportieren und nachträglich bei Bedarf bearbeiten. Die BIP for ISDN besitzt im Gegensatz zu den anderen BIP-Modellen 4 anstatt 2 interne ISDN-Schnittstellen. Mit dem BINTEC AMIC ISDN TE-Adapter lässt sich das Media Gateway am ISDN-Amtsanschluss betreiben. Mit dem Synchronisationsport lassen sich bis zu 2 BIP for ISDN-Router zusammenschalten. Dadurch stehen einem bis zu 8 ISDN-Schnittstellen zur Verfügung. Das Modell wird in erster Linie als Media Gateway eingesetzt. Ein Telefonanlagenmodus, wie bei der BIP Plus, steht Ihnen nicht zur Verfügung. Alternativ zum Media Gateway Modus lässt sich das Gerät in einen Fax Gateway Modus umschalten. Im Media Gateway Modus können Sie mit der KPI nur über ISDN-Schnittstellen Faxe versenden. Im Fax Gateway Modus können Sie zusätzlich Ihre Faxe mit der KPI über SIP versenden. Ihnen stehen im Media Gateway Modus 8 und im Fax Gateway Modus 6 parallele Faxkanäle zur Verfügung. Die WLAN-Controller-Funktion ist bei dem Router implementiert. Mit den WLAN-Controller-Lizenzen lässt sich die Anzahl der managebaren Access Points auf bis zu 12 Geräte freischalten. VPN mit IPsec ist ab Werk für 5 aktive Tunnel freigeschaltet. Mit einer IPsec-Lizenz lässt sich die Anzahl der aktiven Tunnel auf 30 erhöhen. Die RXL 12100 und RXL 12500 wird in einem 19 Zoll Metallgehäuse mit eingebautem Netzteil geliefert. Beide Router sind hardwareseitig identisch und nur lizenztechnisch unterschiedlich. Für eine Hochverfügbarkeit steht Ihnen optional ein redundantes Netzteil, PSU XL, zur Verfügung. Die Router werden mit 1 GB Arbeitsspeicher ausgeliefert und können auf 4 GB erweitert werden. Beide Router besitzen 8 Gigabit Ethernet-Ports und 2 SFP-Slots für eine direkte Anbindung von Glasfaserverbindungen zum Router. Auch hier ist ein Mini-JBIC-Modul für den Einsatz erforderlich. Der USB-Port ermöglicht den Anschluss eines kompatiblen UMTS- bzw. LTE-Sticks. Das eingebaute ISDN-Interface kann an einen ISDN-Amtsanschluss angeschlossen werden, um eine Fernwartung oder Backup-Verbindung zu ermöglichen. Das Interface lässt sich allerdings nicht in den NT-Modus umschalten. Beide Router unterstützen VPN mit IPsec. Bei der RXL 12100 können ab Werk 25 Tunnel gleichzeitig aufgebaut werden. Mit einer Lizenz kann man die Anzahl der Tunnel auf maximal 200 erhöhen. Die RXL 12500 bietet ab Werk 100 aktive Tunnel an und lässt sich mit Lizenzen auf bis zu 2500 erhöhen.
Beide Router erreichen eine Grundverschlüsselungsleistung von bis zu 130 Megabit pro Sekunde. Mithilfe einer optionalen Hardware-Verschlüsselungslizenz lässt sich die Verschlüsselungsleistung der RXL 12500 auf bis zu 793 Megabit pro Sekunde erhöhen. Der BINTEC 4GE ist ein externes LTE-Modem, welches über ein bis zu 100 Meter langes Ethernet-Kabel an die WAN-Ethernet-Schnittstelle eines Routers angeschlossen werden kann. Das Modem wird zum Beispiel unterm Dach oder neben einem Fenster angebracht, wo der LTE-Empfang gut ist. Das Modem kann über Power over Ethernet oder mit einem externen Netzteil mit Strom versorgt werden. Sobald die SIM-Karte eingesetzt ist und das Modem hochfährt, bezieht es eine IP-Adresse per DHCP von der WAN-Schnittstelle des Routers. Der Router kann an der WAN-Schnittstelle durch die DHCP-Option 43 weitere Konfigurationsparameter wie zum Beispiel APN oder PIN der SIM-Karte mittels DHCP-Server an das Modem übermitteln. Das LTE-Modem wählt sich beim Provider ein und bezieht eine zum Beispiel öffentliche IP-Adresse. Diese IP-Adresse wird jetzt vom Modem mittels DHCP-Server über die gleiche physikalische Schnittstelle über VLAN 463 an den Router vergeben. Der Router kann die IP-Adresse beziehen, indem er auf dem WAN-Port eine zusätzliche Schnittstelle mit dem VLAN 463 besitzt und als DHCP-Client die öffentliche IP-Adresse und weitere Parameter wie Standard-Gateway und DNS-Server vom Modem bezieht. Der BINTEC LMAC IPsec Secure Client ist eine Softwarelösung, um von einem Computer eine VPN-IPsec-Verbindung zu einem entfernten Router herzustellen. Der Zugriff auf die Ressourcen im Remote-Netzwerk erfolgt somit verschlüsselt über das Internet. Die Software wird unter Windows installiert und erlaubt eine nahezu unbegrenzte Anzahl von VPN-Profilen. Ein Assistent hilft Ihnen bei der Einrichtung der VPN-Tunnel wie auch die Konfiguration von Internetzugängen. Für eine hohe Sicherheit und Flexibilität bietet der IPsec-Client eine Vielzahl von Verschlüsselungs- und Authentifizierungsalgorithmen an. Neben der Authentifizierung mit Hilfe des Prichard Keys unterstützt die Software die Einbindung von Zertifikaten. Der IPsec-Client lässt sich nach der Installation 30 Tage kostenlos testen oder mit einer Lizenz dauerhaft freischalten. Wie in der Einleitung bereits erwähnt, schauen wir uns auf den nachfolgenden Seiten verschiedene bestehende Funktionen an. In unterschiedlichen Lösungsszenarien, im Zusammenspiel mit den Routern, werden diese Funktionen erläutert. Die BAP-Serie bietet mit der Media Gateway-Funktion die Möglichkeit, eine alte ISDN-Telefonanlage an einem All-IP-Anschluss weiter zu betreiben. Die ISDN-Telefonanlage wird nach der Umstellung von ISDN auf All-IP direkt an die ISDN-Schnittstellen der BAP angeschlossen. Ein eventuell vorhandener Splitter oder NTBA wird nicht mehr benötigt. In der Telefonanlage wird in der Regel keine Veränderung der Konfiguration vorgenommen. Die BIP kann mit dem eingebauten Modem direkt an der TAE-Dose angeschlossen werden. Das Media Gateway baut eine Internetverbindung auf und registriert die zuvor erstellten SIP-Konten beim Provider. Die Rufsignalisierung und Sprachübertragung zum SIP-Provider kann je nach Bedarf und Konfiguration verschlüsselt werden. Dafür stehen Ihnen verschiedene Protokolle wie SIP Security mit TLS sowie MediaSec und SRTP zur Verfügung. Die Konfiguration des Media Gateways erfolgt über den Assistenten Telefonie, indem Sie in nur wenigen Schritten die Grundkonfiguration und die benötigten SIP-Konten erstellen können. Die Konfiguration erlaubt sowohl die Einrichtung von Einzelrufnummern als auch die Konfiguration eines SIP-Durchfallanschlusses. Das komplette Call-Routing und die Rufnummerntransformation wird automatisch erzeugt. Die Rufnummerntransformation dient dazu, die Absender- und Zielrufnummern nach den Anforderungen der SIP-Provider und an den ISDN-Standard anzupassen, sodass zum Beispiel aus 0049 ein Plus 49 wird, wenn der SIP-Provider das verlangt. Das eingebaute DSP-Modul in der BIP-Serie hilft bei der Sprachkodierung und entlastet den Router-Prozessor.
außer die Sprachkodex G711, 729, G722 und G726 werden eine Vielzahl an zusätzlichen Funktionen unterstützt, wie zum Beispiel T38 für eine Faxübertragung, RFC2833 für DTMF Outband oder RFC4040 für eine alte ISDN-Datenübertragung. Wem der Bedarf eines einzelnen Internetzugangs nicht ausreicht, kann mehrere Internetverbindungen im Router konfigurieren und parallel aufbauen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Internetzugänge dieselben oder unterschiedliche Geschwindigkeiten besitzen oder verschiedene Zugangstechniken genutzt werden, wie zum Beispiel externes Kabelmodem, vorgeschalteter Ethernet-Router oder LTE-Einwahl. Wenn eine gleichzeitige Nutzung der Internetzugänge gewünscht ist, kann man die Datenverbindungen ins Internet ausgehend mit der Funktion Lastverteilung auf die Internetzugänge verteilen. Der Router bindet dann jede Datenverbindung auf einen der Internetzugänge. Hierbei haben Sie in der Konfiguration die Wahl, ob die Verteilung immer abwechselnd oder auf Basis einer lastabhängigen Bandbreite des Datenverkehrs getroffen wird. Wenn spezielle Datenverbindungen ins Internet nicht auf beide Internetzugänge verteilt werden sollen, kann man mit den sogenannten erweiterten Routen den Traffic an ausgewählte Schnittstellen binden. Das Besondere an den erweiterten Routen ist, dass nicht nur auf Basis des Ziels die Entscheidung getroffen wird, welchen Weg das Paket nimmt, sondern auch zusätzliche Kriterien mit einbezogen werden können. Dazu zählen zum Beispiel die Quell-IP-Adresse, die Quellschnittstelle, das Protokoll, der Absender oder Zielport. Erweiterte Routen haben grundsätzlich eine höhere Priorität als das normale Routing und werden dadurch bevorzugt. Nicht jeder Dienst verträgt sich mit der Lastverteilung oder kann ohne weiteres mit den erweiterten Routen an eine Schnittstelle gebunden werden. Unter anderem zählen die Voice-over-IP-Verbindungen dazu, die zum Beispiel eine BIP im Media Gateway-Modus oder PBX-Modus selber aufbaut. Durch die Konfiguration von Standorten ist es möglich, ein SIP-Konto an eine vordefinierte Internetschnittstelle zu binden. So wird die komplette Kommunikation, die zu dem SIP-Konto gehört, wie zum Beispiel die Namensauflösung, die SIP-Signalisierung oder die Sprachpakete, über einen Internetzugang übertragen. Zudem ist es möglich, mit Hilfe der Standorte die Registrierung zur BIP anhand von Absender-IP-Adressen oder der Quellschnittstelle einzuschränken. Bei einer Backup-Verbindung geht es darum, nur bei einem Ausfall der primären Leitung eine alternative Verbindung zu nutzen. Gründe dafür könnten sein, dass der Backup-Weg nur eine geringe Bandbreite besitzt oder ein eingeschränktes Datenvolumen aufweist. Durch die Konfiguration der Funktion Überwachung für zum Beispiel einen Internetzugang wird eine oder mehrere IP-Adressen im Internet mit ICMP auf Erreichbarkeit geprüft. Sind die überprüften IP-Adressen erreichbar, wird zum Beispiel das Backup-Interface deaktiviert. Sind die IP-Adressen nicht erreichbar, wird das Backup-Interface aktiviert. In welchem Intervall die Erreichbarkeitsprüfung durchgeführt wird und nach wie vielen Versuchen ein Interface ein- oder ausgeschaltet werden soll, kann man in der Konfiguration beeinflussen. Wichtig ist nur, dass man mit einer erweiterten Route dafür sorgt, dass die Erreichbarkeitsprüfung nur über die primäre Internetschnittstelle ausgeführt wird. Durch die Konfiguration der Überwachung kann man bei einem Backup-Szenario somit nicht nur den Schnittstellenstatus der primären Leitung als Kriterium verwenden, sondern auch das Routing überprüfen. Die Überwachungsfunktion erlaubt auch, eine IP-Adresse zu überwachen, ohne eine Schnittstelle zu aktivieren oder deaktivieren. Die Einträge kann man anschließend in der Lastverteilung bei den Internetzugängen einbinden. Die Lastverteilung nutzt dann anschließend nur noch die Internetzugänge, bei denen die IP-Adresse erreichbar ist. Wer im laufenden Betrieb den Ausfall eines BINTEC-Routers befürchtet, kann eine Hochverfügbarkeit mit der Funktion BRRP konfigurieren. Bei diesem Szenario wird ein Hardware-Defekt des Routers genauso eingeschlossen wie ein ungewollter Neustart
oder der Ausfall einer Ethernet-Schnittstelle durch Ziehen eines Netzwerkkabels vom Router. BRP ist auf allen Ethernet-Schnittstellen konfigurierbar. Die beiden Router müssen über die BRP-Schnittstellen über einen Switch miteinander verbunden werden, während der Master-Router über alle für BRP konfigurierten Schnittstellen seine Funktionsbereitschaft in Richtung des Slave-Routers signalisiert, wartet der Slave-Router im Standby-Betrieb auf den Ausfall des Master-Routers. Beide Router sind zu mehr als 99% identisch konfiguriert und unterscheiden sich nur in der BRP-Router-Priorität, den IP-Adressen auf den logischen Ethernet-Schnittstellen und gegebenenfalls den Lizenzen und dem Systemnamen. Wenn der Slave-Router die Advertisement-Pakete vom Master nicht mehr erhält, macht der Slave-Router sich selber zum Master-Router und übernimmt seine volle Funktionalität. Hierbei werden die virtuellen BRP-Schnittstellen im Slave aktiviert und der ursprüngliche Master-Router durch ein Advertisement-Paket über die Übernahme informiert, sofern dieser über eine Ethernet-Schnittstelle noch erreichbar ist. Die BRP-Funktion steht Ihnen in der RXL-Serie ab Werk zur Verfügung. Bei der S-Serie, der BIP Plus und der BIP 4 ISDN ist die Funktion lizenzierungspflichtig und bei den erwähnten BIP-Modellen nur über die Shell konfigurierbar. Der Bintec LMAC Webfilter wird in Kooperation mit der italienischen Firma Flashstart angeboten und erlaubt den Zugriff auf bestimmte Webseiten über DNS-Anfragen zu steuern. Die DNS-Server sind geografisch verteilt und haben eine Verfügbarkeit von ca. 99,5%. Die Registrierung eines Kontos auf webfilter.bintec-lmac.com ermöglicht das Anlegen von Profilen, in denen man mit Hilfe von Kategorien entscheidet, auf welche Art von Webseiten man zugreifen darf und auf welche nicht. Der Webfilter bietet in 10 Hauptkategorien und über 50 Unterkategorien die Zugriffe so flexibel einzustellen, wie der Kunde sie benötigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über Black- und Whitelisten einzelne Webseiten gezielt zu blockieren oder zu erlauben. Durch die Konfiguration eines Zeitplaners kann man bestimmte Kategorien oder URLs zeitgesteuert erlauben oder verweigern. Da der Webfilter über DNS-Server läuft, müssen die Clients im LAN oder stellvertretend der Bintec-Router die DNS-Server des Webfilters nutzen, um DNS-Namen aufzulösen. In der Firewall sollte eine Regel den Zugriff auf alternative DNS-Server unterbinden. Im Kundenkonto muss zudem die feste IP-Adresse des Internetzugangs hinterlegt sein, von der aus die Anfragen zum Webfilter geschickt werden. Auf Basis der festen IP-Adresse wird jedes DNS-Paket einem Kundenkonto im Webfilter zugeordnet. Alternativ kann man einen DNS-Namen erstellen und im Bintec-Router als DNS-Client hinterlegen. Der Bintec LMAC Webfilter ist lizenzpflichtig. Erhältlich sind, neben einer kostenlosen Demo-Lizenz, Lizenzen für einen Zeitraum von einem Jahr oder 3 Jahren. Die Lizenzpakete erlauben jeweils 50, 100, 250, 500 und 1000 gleichzeitigen Benutzern den Zugriff. Wer zwischen verschiedenen Standorten Daten austauschen muss oder von unterwegs auf die Ressourcen der Firma zugreifen möchte, kann einen VPN-Tunnel mit IPsec konfigurieren. IPsec ist eine sichere, flexible und herstellerübergreifende Möglichkeit, Verbindungen zwischen einem Software-Client und einem Router oder eine LAN-Kopplung von Router zu Router abzusichern. Zur Authentifizierung können Sie entweder einen Pre-Shared Key verwenden oder Zertifikate mittels RSA oder DSA einsetzen. Zudem bieten Bintec-Router eine große Anzahl von Algorithmen für die Verschlüsselung und Überprüfung der Datenintegrität an. Dazu zählen die Hash-Algorithmen SHA1, SHA2, MD5, RIPE-MD160 und Tiger-192, sowie die symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen AES, DES, TripleDES, Blowfish, TwoFish und CAST. Für einen Remote Access mit einem IPsec-Client kann man die Funktion IKE-Config-Mode nutzen, um dem Client bei der Einwahl eine IP-Adresse zu vergeben.
Zusätzlich bietet der Router mit der Funktion Xout eine erweiterte Authentifizierungsmöglichkeit auf Basis von zum Beispiel Benutzernamen und Kennwort Überprüfung an. Verschiedene Keep-Alive-Funktionen stellen sicher, dass gestörte VPN-Verbindungen getrennt und bei Bedarf wieder neu aufgebaut werden können. Durch die stetige Weiterentwicklung des IPsec-Protokolls steht Ihnen in den BinTech-Routern sowohl das klassische IKEV1-Protokoll als auch das neue IKEV2-Protokoll für eine LAN-Kopplung oder eine Client-Einwahl zur Verfügung. Eines der wertvollsten Eigenschaften eines professionellen Business-Routers ist die umfangreiche Fehleranalysemöglichkeit. Sowohl über den Browser in der GUI als auch an der Shell haben Sie mit verschiedenen Befehlen wie ifstat, netstat und ifconfig die Möglichkeit, sich den Schnittstellenstatus von allen Verbindungen anzuschauen oder zu verändern. Ebenso können Sie mit dem Ping eine Erreichbarkeitsprüfung durchführen oder mit NSLookup eine DNS-Abfrage starten. Um das Routing zu überprüfen, können Sie in der GUI und an der Shell den Traceroute benutzen oder auf den Befehl RTLookup an der Shell zurückgreifen. Jede wichtige Aktivität, die ein Dienst im Router ausführt, wird als Systemmeldung ausgegeben. Dazu gehören zum Beispiel ein VPN-Tunnelaufbau, die Internet-Einwahl, die Adressübersetzung mit NAT oder die Aktivitäten der Firewall. Diese Meldungen kann man in der GUI oder in Echtzeit an der Shell mit dem Kommando Debug sichtbar machen. Durch die Systemmeldungen kann man Fehler erkennen und das Verhalten des Routers überprüfen. Sollte ein Problem nur gelegentlich mal auftreten, kann man die System- und Accounting-Meldungen an einen Syslog-Server senden, der die Nachrichten für eine spätere Auswertung in eine Logdatei schreibt. Wenn die Systemmeldungen für eine Fehleranalyse nicht ausreichend sind, können Sie beliebige Pakete auf jeder Schnittstelle im Router aufzeichnen und auswerten. Dazu steht Ihnen an der Shell der Befehl Trace und unter Windows die BinTech-LMAX-Software Dime Manager in Kombination mit dem Wireshark zur Verfügung. Manchmal muss man komplexere Aufgaben bei bestimmten Ereignissen automatisiert ausführen lassen, die der Router in einer einzelnen Funktion nicht bietet. Um diese Aufgaben auszuführen, steht Ihnen der Event Scheduler zur Verfügung. Der Event Scheduler kann auf Basis eines konfigurierten und eingetretenen Ereignisses eine vorkonfigurierte Aktion ausführen. Ein Ereignis kann zum Beispiel sein, eine Zeitangabe in Form einer Uhrzeit, eines Wochentags oder einem Tag im Monat. Genauso könnten Sie den Status einer Schnittstelle oder die Erreichbarkeit einer IP-Adresse überprüfen, um eine Aktion auszuführen. Bei der S-Serie und bei der BIP-Serie steht Ihnen zusätzlich eine Funktionstaste zur Verfügung, die je nach Dauer des Tastendrucks zwei unterschiedliche Aktionen ausführen kann. Wenn ein vorkonfiguriertes Ereignis eintritt, können Sie zwischen verschiedenen vorausgewählten Aktionen wählen. Dazu zählen unter anderem, dass der Router ein Software-Update macht, eine Konfiguration exportiert, einen Neustart ausführt, eine IP-Adresse anpingt oder den Status einer Schnittstelle verändert. Wer deutlich komplexere Anforderungen hat, kann mit dem Event Scheduler auf fast alle SNMP-Tabellen des BinTech-Routers zugreifen, in denen die Konfiguration des gesamten Routers gespeichert ist. Somit ist es möglich, zum Beispiel zu bestimmten Zeiten Regeln in der Firewall zu verändern oder Einträge in der Routing-Tabelle zu erzeugen, zu bearbeiten oder zu löschen.